Hallo. Hi. Schön, dass es geklappt hat mit euch beiden. Hallo. So, wir laufen an der Hörn entlang und wir reden ein bisschen über Kommunalpolitik. Warum sind wir an der Hörn? Weil wir uns gedacht haben, wir suchen uns einen schönen Ort in Kiel aus und die Verbindung zwischen dem West- und Ostufer. Was sind so eure generellen Forderungen? Also uns ist das die Luftverschmutzung sehr wichtig. Deswegen wollen wir die ausgedienten VW-Affen wieder ansiedeln. Die sollen dann hier die Luft wegatmen und dabei filtern. Ja, ein anderes wichtiges Thema von uns ist die Flutung der Kieler Innenstadt. Wir wollen ein neues Venedig schaffen, das Venedig 2.0. Und wir wollen auch quasi damit schaffen wir Autos generell in der Innenstadt ab und wir steigen um auf einen Gondelverkehr. Habt ihr denn irgendwelche Themen, von denen ihr sagen würdet, die sind besonders relevant für junge Menschen in der Stadt? Auf jeden Fall Wohnraum. Gerade Erstsemester haben jedes Jahr wieder Probleme, Wohnraum zu finden in Kiel. Mhm. Deshalb wollen wir Möbelhäuser dafür nutzen, dass Erstsemester da wohnen können. Wir sind auch sehr froh, dass deshalb schon ein zweites jetzt gebaut wird, ein großes. Wir nehmen natürlich auch hier das kleine mit. Wir wollen am EXA einen Laden für unbekannte Substanzen eröffnen, in dem es quasi alle seltenen Gräser und Substanzen für 5 Euro gibt. Natürlich auf gesetzlichen Abgabemengen verifiziert, aber damit das BKA und weitere polizeiliche Organisationen sich wichtigen Dingen zuwenden können und nicht mehr sich der kleinen Drogenpolitik. Ja. Was sind denn wichtige Dinge, denen sich das sowas mitnehmen sollte? Also ich finde es zum Beispiel unter anderem sehr wichtig, dass letztens war die Polizei Hamburg in St. Pauli unterwegs und hat das Fußballbanner der Holstein-Fans gesucht. Ich finde, das sind wichtige Aufgaben der Polizei. Mhm. Also, da sind unsere Steuergelder gut angelegt, weiterhin große Sportevents mit Polizeiaufgebot zu sichern oder Politiker in Großstädten abzusichern. Finde ich wichtig. Ein großes Thema in der Stadt ist ja auch immer wieder, dass manche Politiker fordern, dass es in der Förde einen Stadtstrand gibt. Amsterdam und Venedig haben auch keine großen Strände. Ich glaube, wir brauchen das nicht. Wenn ihr gewählt werden würdet, was wäre dann so das Erste, was ihr anstreben würdet? Wir gehen ja davon aus, dass wir 100% kriegen. Das heißt, wir wären alleine in der Ratsversammlung. Das heißt, wir würden das Rathaus schon mal grau anmalen. Wahrscheinlich erstmal anstoßen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was man tun sollte, wenn man irgendwas gewinnt. Wie sieht es denn aus mit der Digitalisierung in der Innenstadt und vielleicht auch in Kiel generell? Wir sind ja leider Politiker. Das heißt, Internet ist für uns Neuland. Das heißt, eigentlich ist uns eine schnelle Datenleitung relativ egal. Solange nach 5 Minuten ein 2-sekündiges YouTube-Video gebuffert hat, ist das alles in Ordnung. Was wollt ihr denn für alte Menschen tun? Es gibt ein großes Problem, dem sich keine andere Partei annimmt. Das sind gelbe Pflastersteine. Okay. Die haben ihren Namen redlich verdient, denn immer wenn man da ausrutscht, braucht man hinterher ein Pflaster. Und wir wollen das alles rausreißen und grau zu betonieren. Darauf können Alte und Betrunkene auch nicht mehr ausrutschen. Wir wollen die Rentner-Taskforce einführen, weil manche Rentner haben Langeweile und schreiben Falschparker auf und dann können wir die auch im Ordnungsdienst benutzen. Dann können sie auch dafür bezahlt werden. Wir wollen quasi einen neuen Ordnungsdienst schaffen. Einen kommunalen Ordnungsdienst? Ja, das will ja unser Oberbürgermeister auch tun für den Hauptbahnhof. Wir finden, das geht nicht weit genug. Wir brauchen Rentner, die sich um das Wohl unserer Stadt kümmern. Die haben auch Zeit. Und die wollen arbeiten. Habt ihr denn beide ein Kernthema, was euch besonders wichtig ist für die kommende Legislaturperiode? Ja, dann würde ich anfangen. Kieler Sprotten zurück nach Kiel. Kieler Sprotten werden in Eckernförde produziert. Das kann nicht sein. Deswegen müssen die Kieler Sprotten zurück nach Kiel geholt werden. Wo willst du das aufziehen? Da ist so eine schöne freie Fläche. Mhm. Wie wäre es damit? Okay. Florian? Ich möchte gerne eine U-Boot-Werft in Mettenhof bauen, weil Mettenhof auch einen großen Arbeitslosensektor hat und ich stehe auf Großprojekte, Großbauprojekte. Und da wir ein Kanalsystem bauen, ist das ja überhaupt kein Ding, die U-Boote dann aus Mettenhof in die Ostsee zu schiffen. Und ich glaube, U-Boote sind geil, die Länder haben Bock drauf. Russland braucht bestimmt auch mal wieder ein paar U-Boote, also mit U-Booten kann man Geld verdienen. Und wir wollen parallel dazu den Flughafen in Holtenau unterirdisch legen und da ein U-Boot-Terminal bauen, damit man quasi vom U-Boot gleich ins Flugzeug steigen kann. Ja. Also Holtenau wird auf jeden Fall erhalten, da werden keine Wohnungen hingebaut.
bauen? Doch, also wir wollen den Flughafen unterirdisch bauen und dann ist da drüber ja ganz viel Platz. Ach so. Ja, und dann bauen wir da drüber ein Wohngebiet mit angeschlossenem Industriegelände, wo dann quasi die Leute, die da wohnen, auch gleichzeitig arbeiten können. Mit Supermärkten, also quasi so eine kleine Stadt. In Kiel gibt es ja auch öfters mal, vor allem jetzt die jungen Menschen betreffend, das ist ja schon ab 16 möglich zu wählen, das Problem, dass die Schulen nicht so gut saniert sind. Habt ihr dafür irgendwas vor? Schulsanierung im Vollzeitpraktikum. Die Schüler beklagen sich, zu wenig praxisnah zu arbeiten. Die Schulen sind baufällig und keiner kann das bezahlen. Das heißt, die Schüler sanieren ihre Schulen selbst. Eine klassische Win-Win-Situation. Würdet ihr abschließend sagen, Kiel ist eine schöne Stadt? Ja, also ich bin in Kiel geboren. Ich bin quasi mein Leben lang hier gewesen und bin auch immer noch hier und möchte von dieser wunderschönen Stadt nächstes Jahr Oberbürgermeister werden. Oder übernächstes Jahr. Ich bin mir gerade gar nicht so. Ich will Oberbürgermeister werden. Das ist wichtig. Und ich finde, es hat eine Freundin mal zu mir gesagt, wenn man weiß Kiel erst zu lieben, wenn man die unterschiedlichen Grautöne zu schätzen weiß. Und ich finde, das trifft Kiel doch auch ganz schön eigentlich. Und ja, Kiel ist schnuckelig und groß. Okay. Marie? Nichts hinzuzufügen. Alles klar. Dann danke ich euch vielmals für eure Zeit. Gerne. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, auch beim sehr ambitionierten Ziel, Oberbürgermeister zu werden. Und dann freue ich mich, wenn ich hier demnächst mit der Gondel fahren kann. Ja. Au revoir. Dankeschön.